zur Pressekonferenz nach dem Spiel SK Rapid Wien gegen den RZ Pellets WRC in der dritten Runde der Admiral Bundesliga. Bei mir Cheftrainer Robin Dutt. Robin Dutt, wo hast du die Ursache heute für diese 3:0 Niederlage gesehen? Ja, sehr viel schon in der ersten halben Stunde. Rapid hat sich, was völlig normal ist, nach dem internationalen Auftritt etwas schwer getan, erstmal in den Tritt zu kommen. Und die Phase haben wir eigentlich ganz gut ausgenutzt, eine gute Spielkontrolle zu haben und auch viele Bälle schon in der Gegenspielhälfte zurückzuerobern. Aber in der Phase ist es halt wichtig, dass du dann aus deiner Überlegenheit eben auch zu guten Torchancen kommst, zu guten Abschlusssituationen kommst. Und da hat man eben gesehen, was jetzt so eine Spitzenmannschaft wie Rapid uns voraus hat, dass sie mit wesentlich weniger Aufwand viel klarer und direkter in die Spitze kommt und das Tor macht, was natürlich ihnen dann in die Karten spielt, weil du musst noch mal ein Stück weit mehr riskieren. Und mit dem relativ frühen Treffer dann in der zweiten Halbzeit haben sie uns dann letztlich auch den Zahn gezogen. Und da hatten wir dann auch wirklich Schwierigkeiten, auch wieder zurückzukommen. Gut, Fragen bitte. Christian Hackl vom Standard. Kann man sagen, dass der WRC das Spiel in den ersten 15 Minuten verloren hat? Weil es hat ja sehr gute Chancen gegeben. Ja, vielleicht wäre es zu viel gesagt, dass wir es da verloren haben, aber natürlich musst du, wenn du merkst auf einmal, du kommst besser aus den Startlöchern raus und du dominierst das Geschehen und beschäftigst den Gegner in der eigenen Hälfte, dann ist das natürlich eine Phase gegen eine Mannschaft wie Rapid, wo du natürlich für dich nützen musst. Und das haben wir letztlich nicht gemacht. Wir haben das Tor für uns nicht gemacht, weil die Chancen nicht so klar herausgespielt waren, wie es eben benötigt gewesen wäre. Und um hier dreifach zu punkten, musst du da in Führung gehen. Da muss der Gegner vielleicht mit dann noch müderen Beinen und etwas öffnen. Und dann kannst du vielleicht selber den Gegner in der Defensive in Schwierigkeiten bringen. So haben wir uns in der Defensive in Schwierigkeiten gebracht. Und deswegen natürlich waren Schlüssel schon auch am Anfang da, aber nicht nur alleine. Weitere Fragen? Trainer, drei Spiele, ein Punkt ist natürlich nicht der Start, den sich der gesamte Club und einschließlich Ihrer Person vorgestellt haben. Wie werden Sie versuchen oder wo hoffen Sie jetzt die Mannschaft aufrichten zu können, beziehungsweise was ist jetzt der Akutbedarf überhaupt? Was sollte sich da jetzt bis zum nächsten Spiel schon wirklich entscheidend verbessern? Ja, also wahrscheinlich den einen oder anderen Kopf wird man tatsächlich aufrichten müssen, aber das gehört jetzt mal, denke ich mal, zum Trainer Handwerkzeug. Also das gibt mir jetzt heute keine schlaflose Nacht, wenn ich die Mannschaft aufrichte. Die wird, so wie sie nach der Niederlage gegen Graz, glaube ich, heute auch gezeigt hat, mit dem Anpfiff, dass sie mit einer positiven Energie auf den Platz geht. Also die positive Energie werden wir auch dann am Samstag auf den Platz bringen. Also das ist sicherlich das kleinere Problem. Die anderen Dinge, die wir eben momentan nicht auf den Platz bringen, das ist keine Sache von jetzt zwei Trainingsformen und danach haben wir es angesprochen, dann passt, sondern das ist ein Entwicklungsschritt über mehrere Wochen, Monaten. Uns wird hoffentlich, ich bin mir sehr sicher, sehr gut tun, dass einer unserer Defensivchefs, Mario Leitgeb, nächste Woche wieder dabei ist. Und natürlich willst du jetzt gegen eine Mannschaft wie Tirol mit etwas weniger Druck in so ein Spiel gehen, aber wir werden da weiterarbeiten. Der Amar ist neu, sehr jung, der Thai ist neu dabei, dem muss man auch Zeit geben. Dejan Jovilic hat letztes Jahr bis Oktober, November gebraucht, bis angefangen hat zu treffen, und deswegen, das ist ganz normale Entwicklungsarbeit, die immer leichter ist, wenn du auch mit Punkte startest, aber ich glaube, mich zu erinnern zu können, dass der WAC letztes Jahr auch mit relativ wenig Punkten gestartet ist, und wir werden auf kontinuierliche Entwicklung setzen, werden die Dinge ansprechen, werden aber sicherlich nicht unruhig werden. Ewald, du hast noch eine Frage. Kommt gerne. Also. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Dann sage ich danke und wünsche noch einen schönen Sonntagabend.